weiter und so fort. Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man diesen Mini-Mini-Blues als Instrumentalstück auf einer Gitarre spielen kann. Kapotas glaube ich keinen. Beginne mit dem ersten Teil bis hierher. 3, 4. Dieses Zeichen bedeutet, dass ich leise oder langsam oder schnell in diesen Griff hineinslide, hineinrutsche. Und dieses Zeichen bedeutet wie immer, dass ich ganz leicht perkussiv auf die Saiten schlage. Ich spiele es ganz langsam, vom Anfang an bis zum Ende des ersten Taktes. 3, 4, 5, 6, 7. Zweimal gespielt. Jetzt kommt dieser Teil. Jetzt hänge ich alles zusammen, spiele jetzt die komplette erste Zeile. 3, 4. Vielleicht noch einmal etwas langsamer, die komplette erste Zeile. 3, 4. Jetzt bin ich an dieser Stelle dreimal. Ich spiele jetzt alles zusammen, vom Anfang an bis zum Ende. 3, 4. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ich wünsche viel Spaß und bis zum nächsten Mal.